Also, ich nehme jetzt hier das geradeste Stück, was ich finden kann. So wie es ausschaut, ist das kein einziges. Aber lieber einmal dran lassen, als einmal zu viel weggemacht haben. Oh. Wenn wir direkt kurz Pause machen. Dass man das jetzt natürlich noch schöner machen kann, ist klar. Aber ich muss jetzt... Schau mal, ob ich es zu euch entschieden kann. Oh nein! Willkommen zu einer neuen Folge Geo Ventures. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wieder ein Video für meine Schnitzprojekte. Schnitzprojekte für euch, aber speziell natürlich für eure Kinder. Und natürlich auch Schnitzprojekte, die ihr nur mit eurem Schweizer Taschenmesser erledigen könnt. Also wenn es euch interessiert, dann freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Jetzt schneide ich mir hier mal so ein Stückchen Buchenholz raus. 20 cm in der Länge und ca. 5 cm im Durchmesser. Geschafft. Wie gesagt, hier so, vielleicht sind es auch nur 15 cm, je nachdem wie breit eben euer Taschenmesser werden soll. Die Länge sollte es haben und die Dicke, weil da werden wir jetzt nachher noch ein bisschen was abtragen. Und was wir auch noch brauchen, ist ein kleiner Ast, den wir nachher als Achse verwenden. Und da knappe ich mir hier einfach mal ein Stückchen ab. Der muss nicht unbedingt gerad sein, das werden wir dann nachher alles mit dem Messer ausgleichen. So, jetzt bin ich wieder zurück in meinem Shelter. Aus dem Stück Holz möchte ich jetzt die Einzelteile für mein Messer rausholen. Das heißt, ich treibe jetzt hier die Klinge durchs Holz und spalte damit das Holz. Wenn euch das zu schade ist, das Messer dazu, dann könnt ihr das natürlich mit einem Beil machen oder mit einem feststehenden Messer. Es geht aber auch mit dem Schweizer Taschenmesser. Und zwar geht ihr dazu nicht mit der ausgeklappten Klinge ans Holz, sondern ihr klappt das Messer um 90 Grad zur Seite. Also ich nehme einen festen Untergrund, setze das Messer an und nehme mir irgendeinen beliebigen Holzhammer quasi. Jetzt haben wir hier mal zwei Teile. So, hier solltet ihr darauf achten, dass es doch so 3-4 mm ist, damit es danach nicht bricht. Hier jetzt der zweite Schnitz. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier aus meinem Holzstück 4 Schindeln rausgeschlagen. Die sind jetzt hier so, kannst du schlecht sagen, aber 3, 4, 5 mm dick. Und aus 2 von denen möchte ich jetzt meine Griffschalen machen vom Messer. Aus einem meine Klinge. Und aus einem vierten brauche ich noch einen Abstandshalter, damit die Klinge nicht zu weit aufklappt. Fangen wir an mit der Klinge. Die Klinge sollte natürlich so gerade wie möglich sein. Hier dieses Holz, das ist sehr verwunden. Das kann ich natürlich nicht verwenden. Wenn ihr das hier mal seht, das ist einfach komplett schief. Aber dieses Holz hat eine ganz besondere Form und die brauche ich nachher für was anderes. Das möchte ich euch am Ende des Videos nochmal zeigen. Das hebe ich mir mal auf. Ihr könnt gespannt sein, was ich draus mache. Also, ich nehme jetzt hier das geradeste Stück, was ich finden kann. So wie es ausschaut, ist das kein einziges. Himmel, Himmel. Krumm gewachsen. Dann nehme ich einfach das dickste und schnitze mir das einfach so raus, wie ich es brauche. Also, ich werde jetzt aus dem hier erstmal meine Klinge formen. Das schnitze ich jetzt einfach mal und zeige es euch dann danach, wenn es fertig ist. Und aus diesen beiden hier meine Griffscheiben. Wenn ich jetzt da viel Holz abtragen müsste mit dem Schnitzen, dann schnitze ich das Ganze nicht hier einzeln mit dem Messer ab, sondern ich säge hier einen Schlitz mit der Säge ein und klopfe mir das dann, dieses Stückchen hier raus. Das mache ich jetzt so. So. Und ihr seht, es geht jetzt hier bis runter. Und jetzt kann ich das einfach hier rausbrechen. Schon bin ich näher dran. So, für den ersten Schritt sollte es mal passen. Ich muss jetzt mal noch gucken, wie das hier am sinnvollsten zusammenpasst. Jawohl. So,
Also, soweit sind wir jetzt schon mal. Ich habe hier ein Seitenteil, ich habe die Klinge und ich habe das zweite Seitenteil. Und die drei müssen jetzt hier zusammengebracht werden. Die Idee dahinter ist, dass ich dann hier eine Achse durchbohre, so dass ich das Messer dann hier aufklappen kann. So, das heißt aber auf der einen Seite, ich brauche hier eine Achse zum Auf- und Zuklappen und ich brauche hier was, damit es nicht so zusammenklappt. Dazu brauche ich dieses dritte Stückchen. Und dementsprechend muss die Klinge hier auch so weit kürzer sein, dass ich hier auch genügend Platz habe, hier noch durchzubohren und diese Stückchen zu fixieren. Ihr seht hier, diese Griffschalen habe ich jetzt mal so in einer Form eines Messers gemacht und ich habe versucht, diesen Drill rauszubekommen von diesen Hölzern. Das ist mir nicht hundertprozentig gelungen, aber dadurch, dass sie alle einen ähnlichen haben, passt es dann auch wieder zusammen und ich kann jetzt das hier aufklappen. Und das heißt jetzt, ich kann hier hinten dieses Stückchen auch nochmal abtragen. Und das mache ich jetzt erstmal. So, das heißt, ich markiere mir jetzt mal hier das Ende, bevor ich das dann säge. Verzeiht mir, dass ich euch nicht in jeden Schritt mit reinnehme, aber leider habe ich nur diese eine Batterie dabei und die ist schon relativ schwach. Deswegen werde ich jetzt einfach immer die Schritte schon durchführen und euch dann zeigen, wenn ich fertig bin. Also, jetzt habe ich auch die Klinge hier nochmal abgerundet. Jetzt muss ich natürlich wieder frisch von vorne anfangen, wie die am besten zusammengepasst haben. Okay, also ihr seht hier, ich habe hier eine kleine Nase überstehen lassen, die ist dann nachher zum Aufklappen gedacht. Ob das so richtig funktioniert, weiß ich noch nicht. Notfalls kann ich es ja wieder wegschnitzen, ist nicht so schlimm. Aber lieber einmal dran lassen, als einmal zu viel weggemacht haben. Und jetzt werde ich als erstes mal hier diese Achse hier durchbohren. Dazu nehme ich jetzt meine Ahle, die ihr schon vom letzten Schnitzen kennt. Und jetzt bringe ich hier hinten die drei Elemente bündig aneinander. Dass die jetzt noch nicht hundertprozentig aufeinander passen, das ist okay. Das werde ich nachher dann noch ausgleichen. Ich möchte jetzt einfach schon mal die Löcher durchbohren, damit ich hier schon mal eine gewisse Stabilität drin habe und dann besser schnitzen kann. Ich nehme jetzt möglichst genau die Mitte von dieser Stelle, auch nicht zu nah am Rand hier außen, so dass ich jetzt hier ein 6 mm Loch machen kann. So, sobald ich jetzt hier durchkomme, lege ich das zweite Element an, so dass es unten und an der Seite bündig ist und markiere mir quasi jetzt schon den zweiten Punkt, wo ich hier wieder rein muss. So, jetzt habe ich hier meine Markierung und kann mich hier erstmal um das Loch an dem ersten Seitenteil kümmern. Die Seitenteillöcher sollten nicht so groß sein wie das Loch von der Klinge. Das heißt, hier erstmal noch nicht so viel dran rumbohren, sondern erstmal nach dem ersten Durchstoßen mal so lassen. Ich bin immer wieder begeistert, wie präzise die Löcher sind, die hier entstehen mit der Ahle. Wahnsinn. Und das gleiche auch hier wieder, wenn ich hier durchgestoßen bin, dann nehme ich wieder das Seitenteil und mache sie bündig. Und markiere mir hier den Punkt, wo ich wieder rein muss. Wichtig ist, dass es dann am Schluss zusammenpasst. Und hier haben wir jetzt gesagt, dass das Loch von der Klinge ein bisschen größer sein darf, weil sich die Klinge nachher bewegen soll. Und deswegen kann ich hier zwei Runden mehr drehen. Ich mache das immer von beiden Seiten. Das Messer ist natürlich nur zum Spielen da, ne? Und hat keine Funktion, um Gottes Willen. Nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, hier zu schreiben, das funktioniert ja gar nicht. Soll einfach nur ein Spielzeug sein für eure Kinder, damit die auch ohne Gefahr so ein Messer mit dem Messer spielen können, wie der Papi eins hat. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier ein ordentliches Loch. Man kann genau durchgucken. Das heißt, ich habe hier meine Achse schon mal vorbereitet. Und jetzt brauche ich quasi den Dübel dazu, um hier durchzustoßen. Und dazu habe ich ja mir diesen kleinen Ast abgebrochen. Und davon werde ich mir jetzt ein Stückchen nehmen, den von der Rinde befreien und ihn dann schon mal testweise hier durchstecken. Dadurch, dass das innen ja jetzt sehr gut klappen soll, sollte das hier innen drin möglichst rund geschnitzt sein. Das heißt möglichst glatt. Da würde ich auf jeden Fall die kleine Klinge nehmen, weil das doch ein sehr filigranes Arbeiten jetzt gerade ist. Schauen wir nochmal. Jawohl, wird schon langsam.
So, noch ganz wenig abtragen. Also hier sehen wir jetzt mal, passt die Achse schon sehr gut durch. Dreht sich auch so halbwegs. Und jetzt muss ich gucken, dass ich hier an der Seite reinkomme. Jawohl, mit ein bisschen Spielen passt sie auch dadurch. Macht euch jetzt keinen Aufwand, das werden wir nachher auf jeden Fall noch absägen. So rum. Also, das ist schon mal hier der erste Streich und zack, hier ist das Messer. Haha, ist das nicht eine coole Geschichte? Und jetzt werde ich auf der anderen Seite eben dieses Zwischenstück machen müssen, wo ich jetzt einfach so einen Platzhalter reinmache, damit es hier nicht so auseinanderfällt. Aber an sich schon mal doch hier ganz cool, ne? Und jetzt lasse ich natürlich erstmal die Achse da hinten drin, weil jetzt ist es ganz wichtig, dass ich hier in einem Zug durchbohre, damit ich da nicht hier verkante. Oh. Oh. Ah, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Man glaubt es nicht. Guck mal hier, da hinten ist jetzt blauer Himmel. Vorhin hat es noch geschüttet. Ich bin hier auf einem wunderschönen Bergkamm. Oh. Damit ich direkt kurz Pause mache. Wenn schon mal die Sonne rauskommt. Ist das nicht schön hier? Guck mal. So herrlich da. Ich habe jetzt gerade eine viel bessere Idee gehabt. Statt hier nochmal ein ganzes Holzstück reinzuklemmen, habe ich jetzt einfach einen etwas dickeren Ast genommen, habe mir hier die Mitten markiert und trage jetzt quasi nur die äußeren Enden so viel ab, dass sie in die Löcher passen. Und so habe ich dann quasi automatisch meinen Abstandshalter für das Messer. Ich finde, keine schlechte Idee. Also ich werde jetzt hier einfach das auf 6 mm hin abtragen. Jetzt zeige ich es euch nochmal, wie das Ganze ausschaut. Hier seht ihr, ich habe jetzt quasi die Enden sehr schmal gemacht und in der Mitte das aber als Abstandshalter. Und das passe ich jetzt hier ein. Ihr seht das, das passt da rein. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Zack. Und ihr seht, ich habe meinen Abstandshalter und hier mein Gelenk für mein Messer. Und das kann ich jetzt dementsprechend noch hier anpassen, dass es schön drin bleibt und sich leicht ausklappen lässt. Und jetzt bleiben eigentlich nur noch zwei letzte Schritte. Zweimal. So. Jetzt seht ihr das. Hier schaut es doch schon mal ganz gut aus. Ich habe hier ein schönes kleines Taschenmesserchen für meine Tochter. Jetzt muss ich natürlich das einfach noch ein bisschen schöner schnitzen. Aber für euch soll es mal heute genug gewesen sein, einfach zu zeigen, welche Idee dahinter steckt. Dass man das jetzt natürlich noch schöner machen kann, ist klar. Aber ich muss jetzt... Oh. Ich mache mal ganz kurz Pause mit dem Projekt. Alter, was ist denn das jetzt? Einsatz. Sturm, alles geboten heute. Hä? Jesus. Boah, das gibt's ja nicht. Aber ich muss jetzt leider hier an der Stelle abbrechen, weil der Wind wird jetzt immer stärker. Ich möchte nämlich jetzt erstmal hier zusammenpacken und hier von diesem, ja, sagen wir mal, sehr exponierten Kamm weg. Heute ist auf jeden Fall echt was geboten. Jetzt hat es gerade wieder aufgehört zu regnen. Es ist blauer Himmel wieder. Die Sonne scheint. Und da unten ist ein Helikoptereinsatz gerade gewesen. Schau mal, der startet jetzt gerade wieder. Ich zeige euch mal, wie er wegfliegt. Natürlich nie schön, wenn der Notarzt kommen muss, aber so ein Hubschrauber ist natürlich schon eine coole Geschichte. Also das Wetter ist wieder besser geworden und ich habe euch ja versprochen, dass ich hier aus diesem besonders geformten Holz noch was Schönes bastle. Und
Ich werde jetzt mal ein bisschen was schnitzen und ihr könnt mal zugucken und mal schauen, ab wann ihr erkennt, was es werden soll. Könnt ihr euch schon ein bisschen vorstellen, was das sein könnte? Nur so als kleiner Tipp, es ist ziemlich thematisch an dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen klarer, oder? Das ist ein Handhubschrauber. Den hatte ich mal in der Kindheit sowas. Und die Idee ist jetzt eben, dass ich hier mit den Händen ihn drehe. Und wenn er schnell genug ist, dann schraubt er sich in die Lüfte oder bleibt zumindest länger stehen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er funktioniert. Aber wir sollten es einfach mal ausprobieren. Schau mal, ob ich es zu euch hinschicken kann. Oh nein! Wenn das nicht genau auf Passung ist. Ich hoffe, mein Video mit den beiden Schnitzprojekten, dem Kindertaschenmesser und dem Handhubschrauber, hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn euch solche Projekte generell gefallen, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, weil auf meinem Kanal wird es in Zukunft mehr solcher Projekte geben. Und es gibt natürlich auch noch Themen draußen sein, draußen kochen, übernachten in der Natur. Und wenn euch das alles gefällt, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis bald.